Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Stefan, super, dass du da bist und zu Gast bist. Und ich glaube auch als Vertreter von mehreren Organisationen oder Initiatoren, Organisationen für einen Zukunftsrat. Genau. Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Welche Erfahrung hast du denn in der Richtung schon gesammelt? Ich habe mit 2012 angefangen, zum Auseinandersetzen mit Kommunikationskultur und Beteiligungsprozessen. Mhm. Sowohl praktisch, also was Methoden betrifft, von Dynamic Facilitation angefangen, über Soziokratie und Art of Hosting, dieser ganze Bereich, den habe ich mir intensiv angeschaut, eben auch in der Praxis mit Weiterbildung. Und daneben habe ich mir die Prozesse, also Beteiligungsprozesse, wie sie real umgesetzt werden in Vorarlberg und in anderen Ländern, recht genau angeschaut. Nicht jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern einfach aus einer interessierten Perspektive, wie funktionieren diese Prozesse, was funktioniert daran gut, was funktioniert daran noch nicht so gut. Da ist ziemlich viel passiert die letzten paar Jahre. Mhm. Ich habe dann 2014 schon die Möglichkeit gehabt, in Vorarlberg beim Bürgerinnenrat als stiller Beobachter dabei zu sein. Okay. Genau, und das war, ich würde sagen, ein ziemlich markanter Punkt. Also ich hab vorher schon mir gedacht, okay, wertschätzende Kommunikationskultur und Leute, die zusammenkommen, durch Zufallsauswahl, die sie nicht kennen, das kann eine gute Kraft haben, aber wie ich dann dabei war, 2014 bei dem Bürgerinnenrat in Vorarlberg, es war offiziell von der Landesregierung initiierter. Dort stiller Beobachter sein, das war ein ganz markanter Punkt für mich. Das war ein Erlebnis, anderthalb Tage in einem Raum sitzen mit 20 Leuten, nichts reden dürfen als Mensch, der sich voll gern einbringt und der gern spricht, wenn es was zum Reden gibt. Aber da drinnen sitzen und nichts reden dürfen, während Leute, 15, 20 Leute da sitzen, zufällig ausgewählt, die sie wiederum die gegenseitig nicht kennen. Damals zum Thema Zukunft Vorarlbergs, was muss Vorarlberg tun, um eine zukunftsfähige Region zu sein und zu bleiben, war damals die Vorstellung. Das war für mich eine extrem interessante Erfahrung. Mhm. Das war für mich wirklich prägend. Was passiert, wenn sie Leute treffen, anderthalb Tage Zeit haben, in einem gut moderierten Setting miteinander zu reden über wichtige Sachen, über zukunftsrelevante Themen. Völlig offen in der Fragestellung. Das war eine unglaublich spannende Erfahrung. Ja, also ja. Durch das, dass die Fragestellung so offen war, haben sie tatsächlich quasi recht viel verschiedene Leute eingeladen gefühlt. Das ist eine spannende Dynamik bei Bürgerinnenräten. Je spezifischer und komplizierter eine Fragestellung, desto eher fühlen sie Leute eingeladen, die eh politisch interessiert sind oder engagiert sind oder sich mit irgendeinem Thema auskennen. Wie ich 2014 dabei war, war einfach quasi die Frage nach der Zukunft von Vorarlberg. Und das war eine offene Fragestellung. In der Einladung steht da dann auch immer dabei, dass man keine Vorkenntnisse braucht, dass man auch quasi als weniger politisch interessierter Mensch unbedingt teilnehmen kann. Und dort war die Gruppe echt divers. Dieses sich gegenseitig zuhören können, weil man viel Zeit hat, sich aber auch ausdrücken können, weil man viel Zeit hat, das war eine ganz spannende Dynamik. Mhm. Und man hat die Leute in die anderthalb Tage angesehen, dass das, was mit einer macht. Ja. Was ich da eine interessante Frage finde, ja, weil man hört dann auch so oft, naja, was soll in der kurzen Zeit passieren? Oder wenn Leute keine Vorkenntnisse haben, zusammen können, was kann da schon passieren? Ja. Und du hast ja gesagt, das war extrem beeindruckend und so. Also was ist da passiert? Was hast du erlebt? Was hast du beobachtet? Man erlebt, wie Leute aufeinander eingehen, oder? Mhm. Man erlebt, wie Menschen Stories aus ihren Lebenserfahrungen erzählen. Über verschiedenste Herausforderungen, soziale Herausforderungen, berufliche Herausforderungen, alles Mögliche. Leute erzählen Problemstellungen aus ihrem eigenen Leben, die sie beobachten, die sie selber betreffen, etc. Man ist mit Leuten unterwegs, die man nicht kennt. Und dadurch drückt man Perspektive auf andere Lebensrealitäten, die ich vielleicht vorher eben so noch nicht gekannt habe, als Installateur
oder Installateurin und daneben sitzt der Landwirt, der erzählt aus seiner Lebensrealität und das ist vielleicht vorher so knapp oder so eng noch nie passiert. Ne? Und diese Erkenntnisse, die Leute kriegen, dieses Einblicke kriegen in völlig fremde Lebensrealitäten, das habe ich beobachtet, das erzeugt vielleicht Empathie. Mhm. Das erzeugt Verständnis. Mhm. Das erzeugt Verständnis auch für Situationen, die man sich vielleicht vorher nicht gut vorstellen kann, für die man vielleicht vorher kein Verständnis hat, weil man nicht weiß, welche Angst oder welches Problem auch immer bei einem Menschen entsteht, entstehen kann. Das heißt, da gibt es durchaus eine Offenheit auch für diese anderen Lebensrealitäten. Also deine Erfahrung war, dass die Leute nicht sagen, das ist mir jetzt wurscht, was der für eine Lebensrealität hat, interessiert mich nicht, hat nichts mit mir zu tun, sondern es findet Empathie statt. Richtig, genau. Okay. Und quasi, dann können Sachen passieren wie, okay, ich ändere plötzlich meine Meinung oder Sichtweise auf eine Sache, die ich bisher völlig anders gesehen habe zum Beispiel. Ja. Du hast ja auch angesprochen, dass das ein Prozess war, der sehr gut moderiert war. Ne? Ja. Was bedeutet das? Was macht da auch eine gute Moderation aus? Spannende Frage. Das ist einerseits quasi jetzt bei den Bürgerinnenräten in Vorarlberg ist das die Moderationsmethode, die heißt Dynamic Facilitation. Die ist einerseits von der Struktur her recht simpel. Es wird im Grunde einfach die Diskussion, das Gespräch strukturiert. Es wird mitgeschrieben, es wird sichtbar mitgeschrieben, das heißt, es wird festgehalten, was alles gesagt wird. Und es wird ein bisschen eingeteilt in Fragestellungen und Herausforderungen, in Ideen und Lösungsvorschläge, in verschiedene Bedenken und in Informationen. Das heißt, ich kann mir ständig einen Überblick machen über, was ist schon da. Ja? Das ist das eine. Das heißt quasi, das erleichtert quasi das Mitkommen und das auch mal nachdenken können zwischendurch über diesen langen Zeitraum, über diese anderthalb Tage. Und daneben geht es auf jeden Fall auch um ein Einfühlungsvermögen von der Moderation, von den Moderatorinnen, gut eingehen zu können auf die Leute. Es kann natürlich passieren, dass wer einmal, keine Ahnung, zwei ausholt oder irgendwo, wie soll man sagen, sich verliert. Also das kennen wir ja aus eigenen Diskussionen, oder? Man schweift gern ab und so weiter und so fort. Da können Moderationsmenschen auf jeden Fall Unterstützung bieten beim Konkretwerden, oder? Also beim Konkretsein. Oder was da auch noch dazugehört, ist zum Beispiel, wenn jemand irgendeinen Vorschlag macht und sagt, man müsste das und das tun, damit die Demokratie besser wird, dann geht die Moderation her und sagt, ja, wie würdest du das in dem Fall jetzt machen? Also quasi man kitzelt die Leute auch wirklich Lösungsvorschläge aus. Also man versucht lösungsorientiert zum Leiten, indem man die Leute nicht nur eine Problemstellung aufwerfen lässt, sondern man fordert die Leute auch wirklich, hey, und was würdest du jetzt bei dem Problem ganz persönlich machen? Und da entstehen dann oft einmal leere Räume und man muss dann nachdenken, aber man hat auch Zeit dafür. Aber das Spannende ist, dass das war auf jeden Fall auch meine Beobachtung jetzt, dass mittlerweile quasi drei Bürgerinnenräten, wo ich dabei war als stiller Beobachter, es können Leute, die keine Experten oder Expertinnen in einem bestimmten Feld sind, trotzdem spannende Ideen haben. Und das ist dieses Potenzial, was da aus meiner Sicht drinnen liegt. Und das ist gar nicht nur auf Zukunft oder auf Politik bezogen, das kann bei technischen Sachen genauso sein. Weil bei dem Zukunftsrat ist es bei diesem Bürgerinnenrat 2014 in Vorarlberg, wo es um die Zukunft Vorarlbergs gegangen ist, war Mobilität ein Thema, Asyl, Bildung, Familien, alles war ein Thema. Ne? Und es ist aber auch um technische Aspekte gegangen, mitunter beim Thema Klima oder Mobilität. Und das Spannende ist, wenn man viel Zeit hat und man da miteinander in Interaktion ist, dann kann tatsächlich können Laien in einem gewissen Feld trotzdem spannende Lichtblicke haben, also Lichtblicke, Ideen, spannende Ideen haben. Und die können im ersten Moment komisch klingen, aber wenn man es sich genauer anschaut, dann sind das spannende Sachen. Und darum, das ist ein Punkt, wo viel Potenzial liegt. Ganz normale Leute können super spannende Ideen zu allem Möglichen haben. Ich möchte noch einmal ein bisschen quasi die Lupe richten auf diesen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, wenn die Leute so sagen, ja, man sollte das und jenes passieren oder man sollte dieses und jenes tun, irgendwo hingerichtet.
und die Moderation dann danach fasst und sagt, wie würdest du das tun? Wie genau reagieren da die Menschen? Was passiert da an dem Punkt, wenn die Verantwortung quasi plötzlich zurückgespielt wird? Was läuft da ab? Super Frage. Und gleich mit der Verantwortung bist du gleich richtig, oder? Eine Kollegin, die arme Beobachterin war, die hat quasi mitgenommen von dort, dass die Leute spüren, dass sie jetzt in der Verantwortung sind oder in der Verantwortung gehen. Also quasi, es entsteht ein Gefühl dafür, dass ich jetzt plötzlich Verantwortung habe. Allein das ist schon ein irre spannender Aspekt. Ne? Also was einmal entsteht in einem ersten Moment, kann natürlich sein, okay, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Muss ich da jetzt eine Lösung erfinden? Ist das mein Auftrag? Will ich das gerade? Kann ich das? Ne? Und man kann auch ganz normal sagen, weiß ich nicht, mir fällt nichts ein natürlich, ne? Aber man hat die Zeit zum Nachdenken, ja? Auf das wird auch hingewiesen. Lass dir Zeit, denk mal in Ruhe nach, was fällt dir ein, was sagt dein Bauch, oder? Also quasi, das ist, in solchen Fällen, ja, ist die Zeit da, die Moderation lädt eben ein, da ruhig zum Nachdenken an sich Zeit zu nehmen. Mhm. Und durch diese anderthalb Tage und die nicht so große Gruppe ist dieser Raum und diese Zeit auch da, dass man sich unter Umständen einmal leisten kann, dass man eine halbe Minute lang oder Minuten lang einfach nachdenkt. Ja, die Zeit nimmt man sich. Es entsteht auch ein bisschen ein Geduld, sage ich mal. Nach ein paar Stunden entsteht auch die Geduld von den anderen Leuten, okay, da rufen wir jetzt einfach einmal eine Zeit lang zu. Und wenn einmal 20 Sekunden Stille ist, ist das auch in Ordnung. Ne? Mhm. Und eben, man erlebt es als man spürt, wie müssen wir sagen, man kann Demokratie riechen, ist letztens in einem Bericht gestanden zum Bürgerinnenrat in Deutschland oder zum Bürgerrat Demokratie in Deutschland. Wie richtig. Genau, wir haben Demokratie gerochen, oder? Also quasi mit Wöhn riecht man nicht viel Demokratie, oder? Und in dem Fall sitzt du beieinander mit wildfremden Menschen, weißt, okay, die haben alle genauso viel, wie soll man sagen, Berechtigung mit zum Reden, sind alle genauso gescheit wie ich und nicht gescheiter und nicht weniger gescheit. Und dann entsteht eben dieses, du kannst Demokratie riechen und du bist in einer Verantwortung, oder? Und das finde ich ist ein total spannender Aspekt und ja, da kommt wieder eine spannende andere Perspektive dazu. In Deutschland oder in Irland, jetzt bei den großen Bürgerinnenräten, haben die leider Aufwandsentschädigung gekriegt für ihre Teilnahme, oder? Das ist in Vorarlberg noch nicht der Fall gewesen, beim Zukunftsrat wollen wir das machen. Da geht nochmal eine ganz andere Tür auf, oder? Wenn ich nämlich das Beispiel hernehme, wo auch in Österreich gang und gäbe ist, bei Laiengericht und Schöffengericht, oder? Die Menschen werden auch zufällig ausgewählt und die kriegen auch einen Zeitaufwand ersetzt. Oder? Mhm. Sind aber auch in einer Verantwortung, in einer ziemlich großen sogar. Ne? Und das ist auch quasi ein Punkt, wo man sagen kann, okay, warum nicht? Oder? Also warum kann ich nicht hergehen und sagen, ich mache Bürgerinnenräte und entschädige die Menschen fürs Dabeisein? Mhm. Erstens können sie mehr Leute eingeladen fühlen, weil sie sich vielleicht leichter einteilen können, oder? Also quasi nicht jeder kann sich Zeit nehmen, anderthalb Tage, einfach so, wegen Kindererziehung oder sonstiger Pflege oder beruflich etc. Das heißt, da gehört auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Verpflichtung vielleicht, also ich weiß nicht, ob es gleich Verpflichtung sein muss, ne? Aber wenn man zum Leiden- und Schöffengericht eingeladen wird, muss man auch eine gute Begründung liefern, wenn man nicht hingehen kann oder will. Und das könnte bei Bürgerinnenräten ähnlich sein, aber eben mit dem Angebot zur Aufwandsentschädigung. Ne? Das würde eine andere Dynamik kriegen. Ja, ja. Genau. Jetzt sind wir ja schon so mitten im Funktionieren von so einem Bürgerinnenrat drinnen. Aber wir sprechen heute ja eigentlich nicht allgemein über dieses Thema, sondern es gibt einen konkreten Anlass. Und zwar habt ihr ganz konkret den jetzt schon ein paar Mal angesprochenen Zukunftsrat geplant. Und ich glaube, das soll heuer im Juni stattfinden, oder? Ja. Okay. Erzähl doch vielleicht einmal genauer, was ist da jetzt ganz konkret geplant? Wie läuft das ab? Wie können sich die Menschen, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, vorstellen? Okay. Das schaut so aus. Das Projekt Zukunftsrat Demokratie, das steht als Projekt, als Kampagne da, oder? Da gibt es die Website dazu und im Rahmen von dem Zukunftsrat Demokratie gibt es den Bürgerinnenrat im Juni. Das heißt, Zukunftsrat ist eine Kampagne, die aufmerksam machen soll auf den Bürgerinnenrat, die aufmerksam machen soll auf dieses Anliegen, hey, wir sollten uns als Menschen einmischen in die Frage, wie Demokratie funktioniert.
Also wir würden uns nicht nur einmischen in Klimapolitik, in Gesundheitspolitik, in Bildungspolitik, sondern wir würden effektiv mitsprechen und mitgestalten, wie wir eigentlich Politik machen. Also das ist, da geht es um Selbstverständnis, oder? Hey, warum machen sie eigentlich die Parteien und meistens natürlich nur die Regierungsparteien aus, wie Demokratie eigentlich zum Funktionieren hat? Es ist deins und meins und unser Wahlrecht und nicht die Parteien ihrer Wahlrecht, oder? Also quasi diese Logik, die da noch irgendwie verankert ist, oder? Da geht's gar nicht nur darum, dass wir nur alle 4 Jahre wählen gehen. Es geht auch um dieses Selbstverständnis, hey, warum wird nicht regelmäßig Demokratie weiterentwickelt und wer macht das und wer verhindert das? Ne? Also quasi, wer steht auf der Bremse? Ne? Und das heißt, die Kampagne Zukunftsrat Demokratie will darauf hinweisen, hey, wir müssen uns da einmischen. Erstens und zweitens, es gibt die Prozesse, die das möglich machen. Und an so einem Prozess, wo man in die Hand nehmen im Juni und sichtbar machen, hey Leute, Beteiligungsprozesse, es gibt mittlerweile Erfahrung, es gibt Praxis. Wir als Zukunftsrat Demokratiegruppe, wir erfinden nichts Neues. Wir halten uns nicht wie irgendwelche coolen Dudes, die meinen, sie kommen jetzt da mit dem besten Projekt der Welt und retten da die Welt, sondern wir kommen mit was schon praktiziert wird, was schon Erfahrung dazu gibt, wo man schon daraus lernen kann. Das heißt, wir wollen hinweisen darauf, es gibt viele verschiedene Prozesse, große und kleine, international angewendet, auch in Österreich angewendet, und wir wollen das auf die Bundesebene heben und sagen, hey Leute, Demokratie geht uns alle genauso viel an wie die Parteienvertreterinnen und wir sollten uns einmischen und da gemeinsam gestalten. Genau. Und was jetzt natürlich eine spannende Dynamik ist, heute hat die Frau Gewessler angekündigt, dass es einen Klimarat geben soll, was einerseits grundsätzlich eine super Nachricht ist, da kann man gar nichts sagen, freut uns. Das wäre quasi die erste offizielle größere Bürgerinnenratsgeschichte auf Bundesebene. Wir schauen uns aber natürlich genau an, wie ist der aufgesetzt, wie funktioniert die Einladungspolitik dorthin, kriegen die Leute Aufwandsentschädigung. Also das ist jetzt eine spannende Parallele, sage ich mal. Genau. Okay, ja. Grüßenswertes Projekt, aber wir schauen drauf, wie das gemacht wird. Finde ich ja auch interessant, weil es jetzt doch thematisch eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Nicht? Das eine, wo es um Lösungen und Strategien für den Klimawandel geht, und das andere, wo es um Politik, Politikverständnis und Beteiligung an der Politik geht, und trotzdem ähnliche Methoden. Ne? Ja. Sagt die, das, was ihr geplant habt, also das österreichweit zu machen, das ist, glaube ich, neu, oder? Weil soweit mir bekannt ist, gab es das bis jetzt immer nur relativ regional oder auf Bundeslandebene oder so? In Vorarlberg ist es ziemlich etabliert. Dort steht sogar in der Verfassung mittlerweile, dass partizipative Prozesse unterstützt werden. Ansonsten Salzburg und Oberösterreich hat es auch landesweite Beteiligungsprozesse gegeben bis jetzt. Genau. Und es hat sogar einen bundesweiten Bürgerinnenrat gegeben, ich glaube 2012, wenn man nicht österreichisch, zum Thema Landwirtschaft. Der hat aber unter sämtlichen Radars stattgefunden. Der war schon vom Landwirtschaftsministerium organisiert damals, oder ist von dort ausgegangen. Aber eben quasi aufgrund von, wie soll man sagen, damals war das noch nicht bekannt und es hat, wie soll man sagen, 2012 war auch noch niemand den größeren Wunsch gehabt, das groß öffentlich an die Glocke zu hängen. Ne? Schauen wir doch da ein bisschen genauer, damit man sich noch mehr vorstellen kann, wer organisiert denn so einen Bürgerinnenrat oder euren Zukunftsrat? Sind das immer die gleichen? Kommt es von oben oder von unten? Wie schaut denn das aus? Wichtige Frage. Ich sage mal, klassisch ist es bis jetzt hauptsächlich von oben, wobei es gibt alle Zugänge. Von oben tut man sich leichter, wenn man dann Ressourcen dafür hat, oder? Also quasi so ein Bürgerinnenrat kostet ein bisschen Geld, vor allem wenn er nicht regional ist, wenn dann größere Reisekosten oder Ernächtigungskosten dazukommen. In unserem Fall auch die Aufwandsentschädigung für die Bürger, für die Teilnehmerinnen. Das heißt, es passieren Bürgerinnenräte von unten, Anführungszeichen. In unserem Fall sind es drei Initiativen, die IG Demokratie, Mehr Demokratie Österreich und Respekt.net, die Crowdfunding-Plattform, macht quasi auch aktiv mit bei uns in der Organisation, ist Trägerin von der Sache. In Kärnten hat es einen landesweiten Bürgerinnenrat übrigens auch gegeben, auf eine private Initiative. Genau, die haben die Rita Tratnik und der Thomas Haderlapp das selber organisiert, weil sie das in Kärnten machen wollten.
Der Bürgerrat Demokratie in Deutschland ist auch von mehreren Initiativen ausgegangen, dort von einer Stiftung mitfinanziert. Und in Vorarlberg ist es eine spannende Sache. Dort gingen die Bürgerinnenräte grundsätzlich von der Landesregierung aus. Was man aber machen kann, man kann 1000 Unterschriften sammeln als Privatperson oder Bürgerinneninitiative zu einem Thema, das einem oder einer wichtig ist. Wenn man diese 1000 Unterschriften benannt hat, dann geht man damit zum Land und sagt, ich hätte gerne den Bürgerinnenrat ausgerichtet zu dieser Fragestellung, zu diesem Thema. Und das Land muss den dann organisieren, umsetzen, finanzieren. Ist bis jetzt zweimal passiert. Passiert vielleicht bald ein drittes Mal. Genau. Und ist auch ein spannender Aspekt, sage ich mal, dass ich mit Unterschriften einen partizipativen Prozess organisieren kann. Genau. Die ganzen größeren, also nebst dem Bürgerinnenrat in Deutschland zum Thema Demokratie, die ganzen größeren Prozesse international sind, soweit ich weiß, alle von oben passiert. Das heißt, der Klimarat in Frankreich ist von der Regierung ausgegangen, in Irland ist von der Regierung ausgegangen, etc. Hast du da einen Gedanken dazu, was ist wünschenswerter? Ist es wünschenswert, dass das quasi so integriert ist, ja, so wie du gesagt hast, dass das zum Beispiel in der Verfassung steht oder so, dass es eigentlich regelmäßig von oben gemacht wird? Oder steckt da auch wieder Gefahr drinnen und man sagt, es ist gescheiter, wenn das quasi aus der Initiative der Bürger und Bürgerinnen entsteht? Im Optimalfall löst sich der komische Beigeschmack von diesem von oben auf, oder? Also quasi, wenn es von oben passiert, aber A, ehrlich und B, gut angedockt mit quasi einer guten Strategie dafür, wie Ergebnisse umgesetzt werden, ja? Mit einer Transparenz dazu, dann spricht nichts dagegen, dass das von oben passiert. Gleichzeitig aber, was ist jetzt einmal mein persönlicher Stefan-Gedanke, das von oben sollte sich eigentlich, da braucht man so einen Paradigmenwechsel wandeln, oder? Also quasi, natürlich wird es dann auch ein bisschen darum gehen, dass Parteien ein bisschen Macht abgeben, oder? Bis jetzt ist es so, oder? Quasi, wenn es solche Prozesse gibt, die Menschen, die da mitmachen, sind begeistert, weil die Dynamik spannend ist, die Kommunikationskultur super ist, die Ergebnisse interessant sind. Aber es entsteht ein Frust, weil die Parteien oft damit zu wenig damit machen oder nichts damit machen. Ja, es ist auch in Frankreich passiert. Super viel spannende, wichtige Ansätze zum Thema Klima, Umsetzung, mau. Ja. Da entsteht ein Frust. Aber im Optimalfall, dass da jetzt viel Dynamik da ist bei diesen Prozessen, entsteht ein bisschen Druck auf die Parteien im Optimalfall, dass sie sich das genauer anschauen, dass das ernst genommen wird und dass da quasi, müssen wir sagen, gute Wege gefunden werden, dass die Prozesse gut an die bestehenden Strukturen angedockt werden können. Ne? Und was da noch dazu zum Sagen gibt, ist quasi in Vorarlberg bei den Bürgerinnenräten werden nicht nur die ganzen Themen, beziehungsweise ist das, soweit ich es verstanden habe, eh bei alle anderen und bei den meisten anderen Prozessen auch so. Es wird nicht nur über Klima oder Umwelt oder Infrastruktur geredet, sondern es wird auch immer nachgefragt, hey, was hat der Prozess mit euch gemacht und wie hat euch der Prozess gefallen? Ne? Und es ist quasi immer so, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen, dass der Prozess ernst genommen wird, dass die Ergebnisse ernst genommen werden, dass es mehr Beteiligung gibt, dass mehr Ressourcen für Beteiligung zur Verfügung gestellt werden in Zukunft, weil das, was da passiert, das hat Kraft und das macht Sinn. Ne? Und dementsprechend ist auch unser Anliegen beim Zukunftsrat Demokratieprojekt und bei diesem Bürgerinnenrat im Juni das, dass wir als Initiativgruppe einen Wunsch haben, wie es danach weitergeht, wie das angedeckt werden soll, dass es weitergeht danach. Aber die Idee ist auch, dass die Gruppe selber, die zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen, die im Juni dann dabei sind, selber formulieren, hey, was stellen uns wir vor, was sollte mit diesen Ergebnissen, die wir generiert haben, passieren. Genau. Das heißt, so gewisse Genau. nicht Ergebnisoffenheit, aber auch Prozessoffenheit für das danach. Ne? Ja, und es passt eben zu der Logik. Ne? Wir veranstalten einen Bürgerinnenrat zum Thema Demokratie, zur Weiterentwicklung der Demokratie. Da ist es nur logisch, dass wir sagen, okay, ihr überlegt euch bitte auch, wie sollen Bürgerinnenräte oder ähnliche Prozesse angedockt sein an die Realität. Ne? Ja. Und wie sieht es von eurem Vorhaben aus, also so dieses Andocken an die Strukturen, an die Politik und so weiter. Also findet das quasi im Vakuum statt, was ihr macht, oder das Andocken wird das im Vorfeld organisiert? Wie können wir uns denn das vorstellen?
Da werden wir jetzt spannende Erfahrungen machen, oder? Durch das, dass es jetzt diesen Klimaradar gibt, so wie es ausschaut. Ne? Unser Anliegen war, dass wir das jetzt einfach mal parteiunabhängig machen. Oder? Das war einfach ein bewusstes Anliegen, weil es eben diese Erfahrungen gibt. Bis jetzt haben Regierungen, haben Parteien diese Prozesse nicht immer ordentlich ernst genommen. Mitunter werden auch Beteiligungsprozesse schlecht aufgesetzt, oder? Ja, wir beteiligen, aber eigentlich stehen die Ergebnisse schon fest. Und ihr könnt es dann nur aussuchen, ob das Haus grün oder blau wird. Ne? Also, aber wir bestimmen, wie hoch das Haus wird wie es innen ausschaut. Ne? Also, und in dieses Spannungsfeld gehen wir im Grunde rein. Das heißt, bei der Beteiligung, ja, es gibt jetzt einige Jahre Erfahrung, aber es gibt nicht nur gute Erfahrungen mit Beteiligung. Das muss man, also das kann man so sagen. Und da gibt es quasi den handelnden Kräften auf die Finger zum Schauen, oder? Und das ist auch mit Grund, warum wir die Gruppe formulieren lassen wollen, was sie sich für die Zukunft dann vorstellen. Das heißt, es gibt noch keine exakte und fertige Strategie dafür, wie das dann angedockt werden soll. Wir wollen das bewusst unabhängig machen, wir wollen das bewusst unabhängig finanzieren, finanziert sehen mit dem Crowdfunding. Aber wir kommunizieren mit allen Parteien. Das heißt, die Grupo-Obleute haben alle E-Mails gekriegt, die Nationalratsabgeordneten haben alle E-Mails gekriegt. Wir werden auf die Ebenen darunter auch mit Vertreterinnen, Parteien, Vertreterinnen kommunizieren. Der Herr Sobotka hat eine Einladung gekriegt, ob er die Schirmherrschaft übernehmen möchte, weil der Herr Schäuble, Bundestagspräsidentenkollege in dem Fall vom Herrn Sobotka, hat auch die Schirmherrschaft gehabt über den Bürgerinnenrat Demokratie in Deutschland. Der auch eine private Initiative war, ne? Also quasi von NGOs gestartet. Das heißt, wir gehen da in ein spannendes, interessantes Spannungsfeld ein, wissen nicht genau, was passiert, wollen aber im Grunde im Optimalfall durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Aufmerksamkeit in den Medien erzeugen, erreichen, dass quasi, ja, dass ein bisschen Druck entsteht, dass ein positiver Druck entsteht, dass sichtbar wird, hey, die Prozesse, die gibt es, die sind möglich auf Bundesebene, die kann man ernst nehmen, die soll man ernst nehmen, und daraus wird sich dann ergeben, wie es weitergeht. Ne? Genau. Habt ihr schon Rückmeldungen, Reaktionen bekommen von den auf die E-Mails, die ihr geschickt habt? Die sind relativ frisch geschickt worden letzte Ah, Woche okay. und die Woche wird noch telefoniert. Okay, Genau. okay. Genau. Was wir schon an Reaktionen haben, ist quasi, wir sind jetzt in müssen wir sagen, wir sind eine recht große Gruppe, wir sind 10, 15 Leute im Kernteam und wir haben natürlich auch alle unsere verschiedensten Verbindungen in verschiedene Parteien, vor allem auf Gemeinde- und Landesebene. Das heißt, wir haben in letzter Zeit schon verschiedenste Parteienvertreterinnen angeschrieben, ob sie das Projekt nicht unterstützen wollen, am Crowdfunding-Weg. Und da ist sehr wohl schon positive Resonanz auch schon da gewesen. Genau. Okay. Das heißt, auch Menschen aus Parteien haben schon das Crowdfunding finanziell unterstützt, zum Beispiel. Ne? Ohne jetzt die Möglichkeit, dass sie irgendeinen Einfluss haben, natürlich auf den Prozess. Ja, Crowdfunding schließt ja auch die Crowd, die vielen ein, die also die Möglichkeit haben, dieses Projekt finanziell quasi aus der Taufe zu heben. Genau. Ich möchte nicht lange beim Worst Case verweilen, aber was ist, wenn das nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund? Findet es trotzdem statt oder wie schaut das aus? Wir sind, also quasi unser Wunsch ist es, 50.000 Euro zum Zusammenkriegen. Ja. Das wird knapp werden, aber es gibt eine Finanzierungsschwelle von 25.000 Euro, Okay. mit der wir arbeiten können. Mhm. Auch mit 50.000 Euro wäre ein enorm großer Teil der Arbeit ehrenamtlich passiert. Aber wie gesagt, wir sind 10, 15 Leute unterschiedlicher Profession und es ist ein enormer Aufwand, den wir da betreiben. Natürlich durch Corona zusätzlich erschwert, oder? Ein Teil von der Gruppe, ein großer Teil, also wir haben uns zum Teil auch nicht kennt, oder? Sondern nur kleine Pakete an Menschen sind da zusammengekommen, haben sie kennengelernt und haben dann da zum Arbeiten angefangen. Wie gesagt, für das, dass es so ein komplexes, teilweise wirklich sehr tiefgehendes Thema und Projekt ist, ist es irre mühsam gewesen, jetzt natürlich online Ja, zu arbeiten. das glaube ich. Weil er so fragt zum Beispiel, wie erstellt man die Zufallsauswahl, wie geht man mit dem um, wie geht man mit der Politik um, das sind lauter Fragestellungen, die man natürlich online bearbeiten kann, aber bei denen es alle besser wäre, wenn man eigentlich sie persönlich treffen kann und viel Zeit hat, damit auseinandersetzen.
Genau, da brauchen Sie ja wahrscheinlich auch die 1,5 Tage oder so, um das zu Länger besprechen. im Optimalfall, ja. Genau. Also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden benachgesessen und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arbeitsgruppen, die da agieren. Mit 25.000 Euro können wir arbeiten, darunter wird es schwierig, weil, wie gesagt, da geht es einfach dann in die Reisekosten rein, in die Nächtigungskosten von den Menschen, die dann teilnehmen, in die Aufwandsentschädigung und so weiter. Also unter 25.000 Euro werden wir es nicht hinkriegen und die Schwelle müssen wir auch erreichen auf Respekt.net, dass wir das Geld überhaupt kriegen. Das heißt, wenn wir weniger als 25.000 Euro hätten, würden wir auch kein Geld kriegen und mit gar keinem Geld geht es dann auch effektiv Ja. nicht. Aber gehen wir lieber vom Best Case aus. Wenn ich die vorher richtig verstanden habe, hast du hier gemeint, dass es zumindest in diesem Fall jetzt auch sehr von euch gewünscht ist, dass das über Crowdfunding passiert, beziehungsweise eben quasi privat finanziert wird. Genau. Ist das grundsätzlich das wünschenswertere Modell oder wäre es für, wie soll ich sagen, eine demokratischere Zukunft auch wünschenswert zu sagen, okay, dafür gibt es einfach Budget und Ressourcen, ja, und da müssen sich nicht ein paar Privatleute in ihrer Freizeit abstrampeln dafür? Ja, Okay. eindeutig. Das gehört so ein bisschen zu diesem Grundverständnis, das sich quasi in unserer Arbeit die letzten paar Jahre schon quasi, wie soll man sagen, aufgebaut hat, mitzieht. Es sollte Ressourcen geben für Beteiligung, ganz eindeutig. Geht so weit, eben quasi dieses von dem Selbstverständnis, von dem ich vorher geredet habe, oder? Wir wollen eigentlich ein Selbstverständnis erzeugen, daran arbeiten, dass wir als Bevölkerung mitgestalten können sollten, wie Demokratie funktioniert. Und da braucht es quasi A, die Prozesse, es braucht B, die Ressourcen und es braucht C, mehr oder weniger die Skills, da mitmachen zu können, oder? Also quasi, das ist jetzt kein, also die Skills, die können sehr, sehr niederschwellig sein, oder? In einem Bürgerinnenrat sitzt man sich mal 1,5 Tage zusammen und redet über die eigenen Erfahrungen, was ist einem wichtig, was stört einem, welche Ideen hätte man. Wenn es in die Tiefe geht, bei Prozessen über mehrere Wochen, da geht es dann in Richtung, okay, wir schreiben jetzt zwar keine Gesetzestexte, aber wir arbeiten recht genau aus, um was es gehen könnte. Da können dann Expertinnen eingebaut werden zum Beispiel, oder? Und man holt sich Feedback von Praktikerinnen oder Wissenschaftlerinnen. Da geht es dann, müssen wir sagen, da geht es dann ein bisschen ums Eingemachte. Und für das braucht es ja, eben die Ressourcen unter anderem. Ne? Und im Optimalfall sage ich mal, dass ich mich als breite Masse nur leichter tue. Und auch, wie soll man sagen, dass ich mir leichter tue, bei einer Einladung ja zu sagen, hey, da mache ich mit, wird natürlich ein Bildungssystem, das darauf vorbereitet, förderlich sein. Oder? Also ein Bildungssystem, das sagt, passt, wir arbeiten viel miteinander, wir beschäftigen uns mit wertschätzender Kommunikationskultur, mit Kommunikationstools. Online wie offline, wird natürlich da förderlich sein, oder? Und auch für das braucht es Ressourcen, oder? Und in der jetzigen Situation passt es gut für uns, dass wir crowdfunden. Hoffentlich kriegen wir das Geld zusammen, wir sind zuversichtlich. Aber unser Mordsaufwand ist aktuell und Spendenvolumen in Corona während Corona gerade sinken und niedriger sind. Das heißt, jetzt passt es für uns, aber die Logik wäre natürlich die, dass die öffentliche Hand das finanziert. Genau. Okay. Gleichzeitig aber unter der Prämisse, solche Prozesse sollten objektiv, unabhängig, transparent sein und so weiter, also nicht beeinflusst. Das heißt, fürs aktuelle Crowdfunding kann man jetzt auch sagen, also alle, die denen Demokratie, und zwar Demokratie auch mit Partizipation, mit Beteiligung, mit Weiterentwicklungsperspektive ein Anliegen ist, können euch jetzt auch unterstützen. Genau. Auf Respekt.net, werden wir dann eh einblenden. Ja. Was sind so Minimal-Maximal-Beträge? Wie können sich die noch nicht Crowdfunding-Erfahrenen das vorstellen? Also das Minimum liegt, glaube ich, rein technisch bei 10 Euro, weil darunter wäre es für Aufwandsoftware oder 5 Euro. Das ist, glaube ich, für Menschen, die spenden können und wollen, ist das eine brauchbare Hürde. Wir haben auch schon vierstellige Beträge gekriegt, nicht so viel, aber auch mittlere und höhere dreistellige Beträge. Gefreut haben wir uns über die kleinen und über die großen gleichermaßen, ganz klar. Es haben bis dato 105 Menschen, glaube ich, gespendet, was grundsätzlich schon voll super ist, und die haben knapp 15.000 Euro zusammengetragen. Wir haben von einem Menschen, der uns ganz am Anfang quasi eine vierstellige Summe gespendet hat zum Start,
die Zusage, dass er uns bei 20.000 Euro nochmal unterstützt. Mhm. Das heißt, die nächsten 5.000, 6.000 Euro, die werden spannend und die sollte man, also die, vor allem sollte man die 25.000 Euro, damit wir arbeiten können, die sollte man in den nächsten 3 bis 4 Wochen erreichen. Das heißt, wir brauchen, sage ich mal, effektiv in den nächsten 3 bis 4 Wochen 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Dann kommt nochmal diese vierstellige hoffentlich Summe dazu von dem anonymen Spender. Dann sagen wir die 25 und dann können wir arbeiten. Okay, wunderbar. Was ich jetzt auch noch interessant finden würde, du hast jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, die 20 Leute, die da teilnehmen. Ja. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich wäre da gern dabei, würde da gern mitmachen, geht nicht, oder wie schaut das aus? Okay. Mhm. Wie funktioniert denn das? Wer macht da mit? Man kann sich nicht von außen einreklamieren. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Genau. Man wird zufällig ausgewählt. Man will da der Diversität einbringen, man will explizit nicht die üblichen Verdächtigen dabei haben. Mhm. Genau. Und es ist auch insofern eine spannende Frage. Wir haben es schon ein bisschen so erwähnt, oder? Je nachdem, wie spezifisch die Frage ist, mögen Sie tendenziell Leute, die gern sprechen, die vielleicht eher auch engagiert sind oder eh unter Umständen üblich verdächtig sind. Auch solche Menschengruppen wird man zufällig auswählen. Was man aber macht, ist, wir versuchen auch Leute zum Ansprechen, die sich nicht auf die erste Einladung melden. Erfahrungsgemäß. Vielleicht kurz, Entschuldige, kannst du vielleicht kurz zuvor erzählen, wie werden die überhaupt ausgewählt? Also Der Zugang ist, also wenn es öffentliche Prozesse sind, ist der Zugang, dass man aus dem Melderegister aussucht. In Vorarlberg macht man es so. Die Staatsbürgerschaft zum Beispiel spielt in dem Fall keine Rolle, was wir als grundsätzlich voll super und wichtig erfinden. Bei uns ist es so, dass man entweder über die Post, also aus der Anmeldeadressen, die Adressen uns holen, weil der Prozess über das Melderegister für private Initiative zu aufwendig ist. Genau. Mhm, okay. Das heißt, wir kaufen Adresssample von der Post, aller Voraussicht nach, genau das wird sie in den nächsten 1-2 Wochen beantworten. Man könnte es auch über so klassische Umfrageinstitute machen, zum Beispiel so ein Sample kaufen. Mhm, mhm. Und die Auswahl ist die, also zufällig, aber ist die auch repräsentativ für die Bevölkerung oder ist das rein so, wie ich ziehe jetzt ein Los und wenn dann zufällig alle, keine Ahnung, aus Niederösterreich sind, ist es auch okay. Also die Repräsentationsthematik ist eine irre spannende, die ja sehr tief geht, weil da gibt's, es gibt, was das heißt, es gibt eine Fehlerquelle. Es gibt einen Fachbegriff für die Fehlerquelle, wenn man repräsentativ auswählen will. Ne? Weil immer, es ist also ein bisschen ein Krux, eigentlich ist nämlich für niemanden repräsentativ, wenn man es gern, was jetzt übertrieben genau nimmt. Ne? Natürlich, je größer eine Gruppe, desto repräsentativer, ich verwende jetzt mittlerweile den Begriff lieber diverser, oder? Also quasi je größer eine Gruppe, desto diverser ist sie. Wir haben 20 Menschen ausgesucht, weil wir einfach die Ressourcen, weil wir nicht mehr Ressourcen haben, oder? Also quasi, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, okay, oder von Anfang an, dass das Crowdfunding ohne Corona vielleicht ein bisschen mehr durch die Decke gegangen war, dann hätten wir gern 2 Gruppen gemacht mit 40 Leuten und hätten auch gern nicht nur ein Wochenende gemacht, sondern 2 Wochenende. Also unser Prozess war ein bisschen größer geplant. In Deutschland zum Beispiel waren es 160 Menschen, in Frankreich waren es auch 150. Also je größer die Gruppe, desto eher kriege ich sowas wie Repräsentativität her oder halt eine diverse Gruppe. Was wir eben vorhaben, durch das, dass wir nur 20 Leute einladen können aus Ressourcengründen, ist das, wir laden Menschen ein. Man besorgt sich ein gewisses Sample, man besorgt sich 300, 400, 500 Adressen, aber im ersten Schwung schreibt man nicht gleich alle 500 an. Üblicherweise schreibt man gleich alle 500 an, weil ich weiß, okay, es melden sich nur 6-7% und dann habe ich diese 20 Leute ungefähr, die haben will. Ne? Dazu kommt, dass es natürlich schon sortiert ist im Sinne von, es gibt Altersgruppen, es wird regional gewichtet. Also in dem Pool, in diesem Sample an 500 Menschen sind gleich viele Menschen aus allen Regionen drinnen, Geschlechterparität und eben Altersgruppen quasi. Ne? Und wir gehen aber her und schreiben nicht gleich alle 500 Menschen an, sondern wir schreiben ein recht kleines Sample an, 40, 50 Leute, und werden dann einen Teil von denen, die sich nicht melden, daheim aufsuchen und sagen, hallo, wir haben euch einen Brief geschrieben, wir haben keine Antwort
von euch kriegt innerhalb von einer Frist von ein, zwei Wochen. Wir hätten euch aber gerne explizit dabei. Die Logik dahinter ist, es nennen sie aufsuchendes Verfahren, die Logik dahinter ist, die, die sie mögen, sind natürlich nicht repräsentativ für die, die sie nicht mögen. Oder? Das heißt, die, die sie nicht mögen, sind unter anderem die, die vielleicht keine Zeit nicht haben, die sie nicht trauen, die es nicht gewohnt sind zu sprechen, die was auch immer, oder? Also quasi die Vielfalt ist groß an Gründen, warum ich nicht komme, warum ich mich nicht eingeladen fühle, etc. Das heißt, wir gehen hin, klopfen an Türen und sagen, ich habe den Brief gekriegt, wir wollen dich dabei haben. Und das hat einen guten Grund, weil ihr seid ausgesucht worden und ihr seid genauso repräsentativ und wichtig in so einem Prozess, wie die, die im ersten Schritt schon zugesagt haben. Und das bringt zumindest einmal die Möglichkeit, auch in einem GAM-Prozess die Diversität zu erhöhen. Genau. Genau. Okay. Du hast ja vorher erwähnt, dass ihr nichts Neues erfunden habt, dass es diese Bürgerinnenräte auch in Österreich schon gegeben hat und in vielen anderen Ländern. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, kannst du ein bisschen was erzählen über Ergebnisse und zwar auch, also gibt es da jetzt schon Positivbeispiele, dass auch wirklich damit was gemacht worden ist? Ich glaube, die, wo es dann nicht zur Zufriedenheit umgesetzt wurde oder die Politik gesagt hat, ja, ist nett, aber ist uns wurscht, die haben wir auch schon kurz gesprochen, aber gibt es auch was, wo man sagt, ja, das hat wirklich was bewirkt und in Gang gebracht? Ja. Die wichtigsten und markantesten Beispiele sind aus meiner Sicht und wahrscheinlich die aus Irland oder zwei Beispiele aus Irland, weil selbst in Irland sind viele Dinge in der Schublade gelandet. Bei vielen anderen Prozessen ist es so, dass die gerade in den letzten ein, zwei Jahren stattgefunden haben und wir wissen, dass das politische Mühlen langsam malen. Das heißt, es ist noch nicht überall in irgendwelche Umsetzungsprozesse gegangen. In Frankreich weiß man eben auch, okay, es wird offensichtlich nicht viel umgesetzt werden. Die sind gerade am Diskutieren in den politischen Institutionen. Irland ist schon lang genug her, damit man von dort sagen kann, es sind spannende Sachen passiert, die vor allem, das ist das, wo auch sage ich mal, Hoffnung speist, es sind Sachen entschieden worden, die ganz stark eingingen in persönliche Freiheiten und in Richtung Gemeinwohl, wenn man so will. Und diese zwei großen Beispiele sind A, Irland kann man ruhig sagen, stark konservativ geprägtes Land, hat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Und in Irland hat es ein radikal strenges Abtreibungsverbot gegeben. Und das hat man gelockert bzw. gelöst. Also dieses absolute Abtreibungsverbot hat man deutlich gelockert. Und das sind aus meiner Sicht zwei Beispiele, die ganz tief eingingen in persönliche Freiheiten. Und quasi, da kann man quasi sagen, okay, da haben sie diese Leute, diese zufällig gewählten Menschen auseinandergesetzt. Und dieser Bürgerinnenrat in Irland, der war natürlich auch dementsprechend auch genauso mit konservativen Menschen besetzt wie mit vielleicht liberaler denkenden Menschen. Aber dort ist quasi, ja, man geht in diese Thematik ein und versteht dann irgendwann, okay, bis jetzt habe ich mir das nicht vorstellen können, dass quasi homosexuelle Menschen überhaupt, dass ich mir das quasi anschaue, wenn ich miteinander schmusen soll auf die Art, weil ich damit nicht umgehen kann persönlich. Aber ich habe jetzt in dem Prozess verstanden, dass mir das vielleicht einfach nichts angeht. Ja. Und dass das persönliche Freiheiten sind, in die ich nicht zum einen pfuschen habe, als wiederum Einzelperson, oder? Und jetzt hat man in Irland quasi die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Parlament möglich gemacht und das Abtreibungsverbot ist gelockert worden über die andere Schiene, nämlich über eine Volksabstimmung und recht deutlich mit über 65% dafür stimmen. Ne? Und das ist quasi, ja, sind aus meiner Sicht zwar ganz maßgebliche Beispiele dafür, dass da ja, spannende Sachen passieren. Ne? Genau. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob das Frankreich war, der Klimarat in Frankreich, das kannst du mir vielleicht beantworten, aber über irgendeinen Bürgerinnenrat habe ich neulich gelesen, wo also so großes Erstaunen eigentlich war, auch von Seiten der Politik, weil die Vorschläge, mit denen, also die rausgekommen sind, eigentlich wesentlich radikaler waren als das, was diskutiert wurde und so, wo ich mir gedacht habe, das könnte ja eigentlich auch eine große Ermutigung für die Politik sein, ne?
die ja oft auch Angst hat, dass Maßnahmen nicht gut ankommen oder so. Aber da auch zu sehen, wenn man die Leute quasi gut informiert und wenn die sich mit dem Thema beschäftigen können, dann setzen sie auch entsprechend, würden sie entsprechende Schritte setzen. Ja. Ja. Das ist ziemlich sicher Frankreich gewesen. Also so habe ich das auch wahrgenommen, die Berichterstattung von dort. Das ist eine super Frage, spannende Frage. Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld mehr, oder? Ja, die Ergebnisse sind deutlich radikaler als das, was die Politik an Ergebnissen produziert. Und ja, die Politik könnte sich bestärkt fühlen, da quasi theoretisch auch unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Aber sie machen einen großen Teil, so wie es ausschaut, wollen sie trotzdem nicht umsetzen, weil man sich halt trotzdem sträubt, aus welchem Grund auch immer, weil man es doch nicht als Ermutigung sieht. Aus welchem Grund auch immer. Was man vielleicht zu wenig gemacht hat, das ist, muss ich ehrlich sagen, kann ich noch nicht so gut beurteilen, aber es ist so ein bisschen Beispiel Vorarlberg. Es hat zu wenig Öffentlichkeitsarbeit vom Land über den Prozess, über die Ergebnisse. Oder? Es gibt ein bisschen eine, es gibt eine öffentliche Veranstaltung dazu, wo die Ergebnisse präsentiert werden, aber richtig gute Medienarbeit, wo, sage ich mal, begleitet wird, wo ich vielleicht sogar in zusätzliche, also es gibt schon dieses Bürgerinnencafé, wo nur mal diskutiert wird, aber das braucht in einem größeren Ausmaß auch, sind wir wieder bei den Ressourcen, oder? Es braucht bei diesen Beteiligungsprozessen eine ganz andere Dynamik, was Berichterstattung, was in Interaktion geht mit Gesellschaft, Bevölkerung, Öffentlichkeit, oder? Wenn ich als Öffentlichkeit, als Bevölkerung mitkriege, was in dem Prozess passiert, wenn es aktiv transportiert wird, nicht nur über eine Website, wo ein Protokoll zum Lesen ist, oder? Und ein kurzes YouTube-Video dazu, sondern wenn ich im öffentlichen Rundfunk, keine Ahnung, jede Woche abgedatet wird, hey, was gibt es da für Ergebnisse, warum ist das standgekommen, Nachvollziehbarkeit, dann tun wir vielleicht auch als Bevölkerung leichter damit umzugehen, das zum, keine Ahnung, das A zum Verstehen, hey, warum kommt es zu diesen Entscheidungen? Und B, die Politik wird sich vielleicht leichter tun, auch wiederum umzugehen, damit das in eine Entscheidung zu schicken und so weiter. Genau. Und habt ihr da angedacht, irgendwelche Medienkooperationen oder versucht, die zu kriegen? Wisst ihr schon, wie das für euch ausschauen wird? Wir sind, haben jetzt, sage ich mal, vor ein, zwei Wochen angefangen, ein bisschen aktiver mit Medien direkt im Kontakt zu umgehen. Es ist Interesse da. Von verschiedensten Seiten. ORF-Kontakte gibt es auch und auch Interesse vom ORF. Und das steht aber so ein bisschen, sage ich, würde mal sagen, in den Sternen, was sie da genau tun wird. Es hat in letzter Zeit Berichterstattung gegeben, auch im ORF. Es hat der Europa-Journal gegeben, so die verschiedenen Beteiligungsprozesse in Europa. Immer wieder hat es aus Vorarlberg Berichte gegeben, aber halt gesagt, nur in einem überschaubaren Rahmen. Im Optimalfall wird es mehr. Oder? Also der ZDF hat über Bürgerrat Deutschland Demokratie berichtet, ARD, MDR haben da echt gute Dokumentationen auch dazu gemacht. Im Optimalfall ja, entsteht da auch ein bisschen eine Dynamik, hoffentlich auch unterstützt durch diesen Klimarat jetzt, oder, der da heute präsentiert worden ist. Im Optimalfall schauen sich die Medien nicht nur diesen Klimarat an, sondern auch, hey, okay, da gibt es zusätzliche Initiativen, die da auch was vorhat. Was machen die anders, was sagen die zum Klimarat? Also im Optimalfall gibt es da jetzt so ein bisschen eine Dynamik dazu. Das wäre natürlich so. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein Instrument, das durch den Klimarat jetzt mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt, ja. Ne? Und mehr angeschaut wird einmal und so. Genau. Was jetzt vielleicht nur ein interessanter Punkt wäre, du hast ja eingangs gesagt, die Menschen, die teilnehmen, brauchen keine Vorkenntnisse und so weiter. Gibt es irgendeine Form von Input, also wenn so die Frage gestellt wird, wohin soll sich die Demokratie entwickeln, bleibt das komplett offen? Ja? Also sitzen die 20 dann dort und sagen, ja, keine Ahnung, ja? Oder gibt es Vorschläge, Impulse, Ideen, Beispiele? Beim Format, wie wir es jetzt machen, aller Voraussicht nach, werden wir keine Inputs vorher geben, sondern mit dem arbeiten, was bei den Menschen da ist. Geplant wäre ja gewesen, 40 Menschen und zwei Wochenenden. Da wäre die Idee gewesen, wir schicken die Leute ins erste Wochenende ohne Input und bereiten für die beiden Wochen, für die Wochenenden dazwischen, also quasi
die Zeit zwischen den Wochenenden, Input vor, wenn die Leute sich einen wünschen. Oder? Also quasi, wenn dann eine Frage da ist, hey, wir brauchen ein bisschen einen Input zu verschiedenen Wahlrechtsmöglichkeiten auf der Welt, dann hält man den dann da, oder? Quasi. Oder wie schaut Parlamentarismus dort aus? Wie schaut aktives, passives Wahlrecht aus? Wie schaut politische Bildung in dem Land aus? Wie schaut es bei uns aus, oder? Das hätte man, also Input hätte man geplant mit einzubinden, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Kann man verschieden ausgestalten. Man kann zum Beispiel sagen, okay, man hat einen Expertinnenpool und die Leute können sich selber aussuchen, wen sie einladen zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Zugänge. Durch das, dass wir jetzt nur eine Woche in Zeit haben, werden wir aller Voraussicht nach komplett ohne Input arbeiten. Was noch eine Möglichkeit ist, die wir jetzt gerade noch am Planen gestalten sind, ist, wir haben ja auch über die Website aufgemacht, quasi die Möglichkeit, sich von außen zu beteiligen, oder? Also es gibt auf der Website, man kann Bilder hochladen, man kann Statements hochladen. Das heißt, es gibt die Idee, dass man aus diesen Statements so ein kleines Papier basteln und dass sich die Leute, die Teilnehmerinnen, das anschauen können, wenn sie es wollen. Oder? Das heißt quasi, man kann rein theoretisch zu der Fragestellung, die wir gestalten, die wir übrigens auch mit im Austausch mit Öffentlichkeit gestalten, kann man zusätzlich eben Anliegen, Fragestellungen einbringen und wir werden es dann die Teilnehmerinnen überlassen, ob sie sich das anschauen wollen oder nicht. Aber es kommt jetzt nichts Verpflichtendes, was man sich anschauen muss. Was ja auch durchaus verständlich ist, also keinen Input zu geben, weil das ist ja auch wieder Beeinflussung und eine Vorauswahl. Ne? Also, ganz genau. Und die Frage Experten, Expertinnenpool, habt ihr da sowas jetzt überlegt, also aufgrund der beschränkten Ressourcen, sowas wie einen Telefonjoker zu machen oder sowas? Expertentum auf Abruf oder sowas? Das, dass wir nur das eine Wochenende haben, werden wir nicht mit Expertinnen arbeiten. Genau. Also es wird jetzt aktiv von außen einen zusätzlichen Input an diesem einen Wochenende nicht geben. Ne? Okay. Ja. Sollte von heute auf morgen irgendwie noch wer kommen und sagen, hey, ich schenke euch jetzt zusätzlich diese 20.000, 30.000 Euro, die ihr braucht, damit ihr zwei Wochenenden und 40 Leute einladen könntet, dann könnte man das noch auf die Beine stellen vielleicht. Aus jetziger Sicht werden wir uns auf dieses eine Wochenende beschränken. Ne? Mhm. Es kann natürlich sein, wenn die Dynamik da ist, dass wir dann im Herbst gleich wieder was machen zum Beispiel, entweder von uns aus oder im Optimalfall vielleicht schon angedockt mit irgendeiner öffentlichen Institution, dann kann man das quasi weiterdenken. Ne? Genau. Was es gibt, ist ein Beirat zum Bürgerinnenrat im Juni. Okay. Vier Menschen aus verschiedenen Bereichen, natürlich mit Bezug auf Beteiligung und Politik, die sich den Prozess anschauen, die den reflektieren, die sagen, passt, das habt ihr vernünftig gemacht im Rahmen eurer Ressourcen, das habt ihr gut gemacht, das ist gut aufgesetzt, nachvollziehbar, warum ihr das macht, wie ihr das macht. Genau. Das heißt, das ist ein Beirat vor allem für die, die das organisieren und aufsetzen im Prozess. Ja, und auch für die Öffentlichkeit, genau. Ja, okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, also du hast so die Möglichkeit angesprochen, weil es gibt Input oder nicht. Und das, denke ich mir, macht ja vielleicht auch unterschiedliche Dinge, mit denen die teilnehmen. Ja. Und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, also wenn ich mich in die Lage versetze, ich würde jetzt dort sitzen und komme dann drauf, okay, da fehlt es mir an Wissen über Wahlrecht und diverse Möglichkeiten des Parlaments und so weiter. Also ich bin so gestrickt, ich hätte dann Interesse, das nachher zu recherchieren und mich zu informieren. Ja. So, ja. Ja. Und ich denke mir, wenn das anderen Menschen auch so geht, das ist ja vielleicht auch kein Fehler. Ne? Also ja. Man muss ja nicht sofort wissen. Hast du dazu, weil du ja oft auch beobachtet hast, hast du dazu noch Rückmeldungen oder hast du dann keinen Kontakt mehr auch gehabt? Also hat das was, oder sagen wir anders, so was hat es bewirkt bei den Menschen, die teilgenommen haben? Ja? Das waren dann Ach, Nachhall auch. Ja, es bewirkt effektiv das, dass sie den Leuten mehr Zeit wünschen. Ganz klar. Also quasi bei den Bürgerinnenräten in Vorarlberg heißt es bei spezifischen Themen definitiv, eigentlich sollte man uns nur ein Wochenende und nur ein Wochenende Zeit nehmen können, oder? Weil ich gerne dazwischen recherchieren hätte. Ne? Darum war eben auch unser Plan von Anfang an, wir hätten gerne zwei Wochenenden, damit man eben dazwischen was tun kann. Ja, also, jetzt messen wir mal mit der Gegebenheit arbeiten, wie wir sie haben, aber du hast völlig recht. Der bessere Fall, der praktischere Fall wäre das zweite Wochenende zu haben, um dazwischen zu sagen, okay, dieses Thema interessiert mich besonders, da würde ich mir gerne einlesen, jetzt mache ich das dazwischen.
Ja, ich denke mal, es sind vielleicht unterschiedliche Ausrichtungen dran, weil es kann ja auch ein Ziel sein, einfach so das Interesse an Demokratie und wie sie funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, wie sie funktionieren könnte, welche Spielräume es gibt, dieses Interesse einmal zu wecken überhaupt. Ne? Okay. Was haben wir denn noch nicht angesprochen? Was habe ich dich noch nicht gefragt oder wo hattest du noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen? Was sicher zu erwähnen ist, wir sind eine richtig coole Crew. Ja, genau. Genau. Wer seid ihr? Wer setzt das Wie alles erwähnt, auf? wir sind Menschen aus drei Initiativen und aber auch darüber hinaus, also Leute, die nicht offiziell bei diesen Initiativen dabei sind oder waren. Wir sind eine wirklich breit bunt aufgestellte Gruppe, Menschen aus dem IT-Bereich, Menschen aus dem Organisationsbegleitungsprojekt, Entwicklungsbereich. Wir haben zum Glück, ich würd fast sagen, ja, auf jeden Fall drei der erfahrensten Moderatorinnen für solche Prozesse aus Österreich dabei. Leute, also alle drei, die moderieren werden, haben mehrere Jahre Erfahrung, sowohl in Vorarlberg als auch in anderen Bundesländern mit der Moderation, was uns recht wichtig ist natürlich. Ne? Genau. Ja, die Crew ist motiviert, steht hinter dem Projekt, auch wenn sowohl die Organisation, die Vorbereitung, die ganzen Treffen online jetzt echt wirklich, wirklich zäh, muss man so sagen, zäh war und ein Riesenaufwand war. Und nur so ein bisschen Ungewissheit da ist, sind wir nach wie vor voll motiviert und stehen hinter dem Projekt und freuen uns darauf, dass das umgesetzt wird. Genau. Auf der Website ist ersichtlich, wer alle dabei ist. Genau. Das habe ich noch nicht erwähnt gehabt. Was noch? Ja, es freut uns, wenn Menschen uns finanziell unterstützen mit kleinen und großen Beträgen. Das haben wir schon gehabt, aber ich sage es gerne nochmal. Aber nicht oft genug sagen, gell? Genau, und was sehr wirksam ist, wenn Menschen auch quasi dann wieder in einem persönlichen Bereich, also nicht nur auf Facebook teilen oder halt selber spenden und dann nichts machen, sondern was eher hilft, ist dann irgendwie so ein, zwei, drei Menschen aus dem Bekanntenkreis darauf hinweisen: Hey, ich habe da jetzt gespendet. Spannendes Projekt, macht du das doch auch, genau. So ist super Okay, hilfreich. Genau. Mundpropaganda quasi. Ja, genau. Dazu kommt, wir haben auf der Website ersichtlich jeden zweiten Montag einen Infocall, wo man Fragen stellen kann. Der dauert meistens eine gute Stunde, da kann man auch ins Detail gehen und diverse Fragen stellen. Man kann uns auch aktiv unterstützen, also quasi es gibt verschiedenste Arbeitspakete, wo man auch noch mithelfen kann, vor allem wenn es jetzt dann um die logistische Umsetzung von den Bürgerinnenrat im Juni geht zum Beispiel. Oder eben einfach auch quasi nur auf Social Media die Dinge teilen, die Info teilen und so weiter, genau. Hast du den Arbeitspaketen vielleicht ein, zwei Beispiele, dass man sich da was vorstellen kann? Also jetzt effektiv im Juni und Logistik, weil ich gerade gesagt habe, geht es um so Sachen wie mit den Menschen, die dann eingeladen sind, einfach kommunizieren, oder? Wo schlaft ihr, wie reist ihr an, was braucht ihr und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel, weil natürlich jetzt der Prozess selber für den Juni, der ist im Großen und Ganzen aufgesetzt und aufgegleist. Also so rein planungstechnisch in dem Sinn sind die größten Brocken quasi auf Schiene. Wo findet denn das Ganze überhaupt statt? Das soll in Salzburg stattfinden, damit aus alle Richtungen man halbwegs die gleiche Anreisezeit hat. Genau, sind wir aber jetzt dort im Ort aussuchen und in der Fixierung. Ist rund um Corona auch nicht ganz so easy natürlich, ne? Aber genau. Jemand, der sich so für Beteiligungsprozesse und Demokratie einsetzt, wie lebt so jemand? Was tust du sonst noch? Aha. Ich war selbstständig, habe ein Gasthaus gehabt. Bin in einem Gasthaus aufgewachsen, das heißt, ich bin, wie soll man sagen, ein Wirtshauskind und habe den Stammtisch recht bald mitgekriegt und dementsprechend auch bin ich bald mit Politik in Kontakt gekommen. Ne? Habe dann auch in politische Bildung maturiert, war auch kurz auf der Uni inskribiert, aber das habe ich relativ schnell gesehen, dass das nicht mehr Wissen aufzusaugen. War dann selbstständig, recht bald, 6 Jahre lang. Und habe in meiner Selbstständigkeit gesehen, also einmal habe ich mir natürlich verschiedene Strukturen genauer anschauen müssen als Selbstständiger, Behördendinge und so. Und gesehen, hey, viele Sachen funktionieren nicht so, wie mir jedes vorstelle. Und ganz zentral auch dazu ist gekommen, ich wollte nicht so wirtschaften, wie man
eigentlich zum Wirtschaften gezwungen ist, zumindest teilweise. Ja. Ich wollte nicht billig einkaufen. Ich wollte nicht, also Gastronomie, ich glaube, die meisten nicht wissen es, es ist ein voll schönes Arbeitsfeld, aber es ist zum Teil auch wirklich eine furchtbare Branche. Ne? Es ist nicht easy, quasi erfahrenes Personal zu kriegen. Also es sind verschiedenste Herausforderungen, teure Pacht, der Hürdenwege, man macht Fehler am Anfang auch genauso. Dann ist man manchmal gezwungen, dass man Sachen macht, die man einfach nicht machen will. Oder? Und das hat mich zusätzlich stark politisiert, würde ich sagen. Und dann ist so ein bisschen, wissen wir es, mehr oder weniger zufällig, aber natürlich auch durch mein Interesse passiert, dass ich in die Agrarpolitik-Szenerie ein bisschen eingerutscht bin. Einfach quasi, weil ich natürlich durch die Gastronomie eine Verbindung in die Landwirtschaft gehabt habe. In der Landwirtschaft läuft irre viel falsch. In der Landwirtschaft an sich, aber vor allem auch, was zum Beispiel Arbeitsbedingungen von Landarbeiterinnen betrifft. Das Thema hat mich bewegt. Hat ja genauso was zu tun oder hat zusätzlich was zu tun mit so Fragen wie gehen wir mit unserem Grund und Boden um, wie machen wir Raumplanung etc. Also, weißt du, das ist auch wiederum nebst Demokratie ein Thema, ist Agrarpolitik ein Thema, das in alle Bereiche verbunden ist. Und dann war es spannend, dann hat es, glaube ich, 2011 war es, gegeben, Europäisches Agrarpolitikforum, das Mileni-Forum für Ernährungssouveränität in Krems. Dort waren 600 Menschen aus ganz Europa, aber eben, jetzt einmal böse gesagt, keine Lobbyisten und Lobbyistinnen aus dem Agrarbereich, sondern da waren Landarbeiterinnen, da waren auch große, aber in erster Linie Kleinbäuerinnen, da waren lebensmittelverarbeitende Menschen dabei, da waren Leute von kleinen Supermärkten dabei oder von Foodcops. Das heißt, man hat sich über Ernährungssouveränität unterhalten und der Begriff sagt, alle Menschen, die Agrarpolitik betrifft, sollten eigentlich miteinander Agrarpolitik machen. Und da ist dann diese Logik entstanden. Also erstens hat man dort partizipativ gearbeitet in Krems bei diesem Forum. Und B war die Logik, alle Menschen, die Agrarpolitik betrifft, sollten miteinander Agrarpolitik machen. Ja. Und quasi fließend dadurch ist natürlich auch entstanden, hey, Demokratie betrifft uns alle, wir alle sollten Demokratie machen und gestalten, wie sie ausschaut. Ne. Und das heißt, diese Bewegung für Ernährungssouveränität und dieses Forum hat mich ganz stark mitgeprägt in Richtung, ich beschäftige mich mit Beteiligung und Kommunikationskultur. Genau. Habe mir dann diese internationalen Beispiele angeschaut, habe dann erfreulicherweise quasi die Menschen vom Büro für Zukunftsfragen kennengelernt, die die Bürgerinnenräte in Vorarlberg organisieren. Habe dann die Möglichkeit gekriegt, diesen Bürgerinnenrat zu beobachten und das war dann immer nur mal dieser zusätzliche Aha-Moment. Ne? Zuerst gesehen von außen, okay, klingt voll spannend, was macht man da? In Krems hat man partizipativ gearbeitet, 600 Leute haben miteinander Manifest geschrieben. Ne? Nicht irgendwie in Hintertürprozessen hat irgendwer irgendwas entschieden, sondern 600 Leute haben miteinander was gemacht. Das war schon bewegend und dann sitze ich in diesem Bürgerinnenrat 2014 in Vorarlberg und sehe als stiller Beobachter, wie das tatsächlich, wie die Dynamik passiert, was da für Energie und so weiter ist. Und das war dann nochmal dieser maßgebliche Moment, wo ich gesagt habe, okay, das, ja, da sehe ich ein Potenzial, da will ich was tun und da bleibe ich jetzt dabei, so auf die Art, ne? Genau. Ja, und seitdem habe ich mich immer mehr beschäftigt, eben selber mit der Praxis auseinandergesetzt, habe die ersten drei Soziokratie-Module gemacht, die letzten paar Jahre zum Beispiel, habe selber Veranstaltungen mitorganisiert, mit der IG Demokratie und aber auch mit anderen Initiativen zusammen, beschäftige mich jetzt mit solidarischer Landwirtschaft, das heißt quasi mit Gemüseproduktion, die auch auf gemeinschaftliche Art und Weise basiert oder zumindest auf partizipative, offene Art. Und ja, beschäftige mich ganz stark mit Gemeingütern und Selbstorganisation, auch im privaten und, sage ich mal, nachbarschaftlichen, gemeinschaftlichen Bereich. Beschäftige mich mit gemeinschaftlichem Wohnen und auch mit den Herausforderungen, die das erzeugt und so weiter. Also schon, ich traue mir sagen, zumindest der Versuch, konsequent in verschiedenen Bereichen das Thema auch ernst zu nehmen. Genau. Okay. Abschließend, Stefan, was macht dir Mut? Dass so viele Leute bei dem Zukunftsrat jetzt mitmachen, dass diese Crew ist, dass diese Crew gibt, dass sie groß ist, dass sie motiviert ist, dass sie breit aufgestellt ist aus verschiedensten Menschen.
dass es diese Prozesse gibt, mit denen wir da arbeiten, dass wir eben quasi nicht irgendwie was Neues erfinden müssen oder dass wir nicht quasi uns da jetzt irgendwo ausselanern müssen und sagen eben, hey, wir sind die Coolsten und wir haben da jetzt die beste Idee und retten damit die Welt, sondern quasi es macht Mut, dass schon so viel passiert. Und dass wir auch nicht die Einzigen sind, die da versuchen, diese Hebel zum Bewegen. Das macht mir Mut, würde ich sagen, ja. Okay. Und wofür brauchst du Mut? Wie viel Mut braucht? Wofür brauche ich Mut? Ich würde sagen, zum Scheitern braucht man Mut. Ne? Es kann theoretisch nur passieren, dass wir diese 25.000 Euro nicht erreichen und dann haben wir auch was gelernt zum Glück. Und für das braucht man, glaube ich, auch Mut. In so einen Prozess einzugehen, braucht man, würde ich sagen, Mut, aber man ist nicht allein. Also quasi, natürlich wäre ich nicht allein in so einen Prozess gegangen. Ne? Das heißt, es sind mehrere mutige Menschen, die gesagt haben, wir starten das, ne? Trotz widriger Bedingungen. Ne? Genau. Super. Du, Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es ganz, ganz super spannend gefunden. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass Danke, ihr das Ira. Finanzierungsziel weit überschießt. Und bin schon, also wer sicherlich eingeklinkt bleiben und bin sehr interessiert, wie es euch ergeht, wie es dem Zukunftsrat ergeht, eurem Projekt, eurer Kampagne, das auch mitzuverfolgen. Ja, Super, schön, dass danke, du Ira. Mut Talk warst. Vielen Dank, du. Alles Liebe, gell? Danke, Ira. Ciao, Papa. Bis zum nächsten Mal.